Wir treffen zum großen Osterinterview im Limburger Georgsdom Bischof Georg Betzing, den Bischof von Limburg und den Chef der Deutschen Bischofskonferenz. Herr Bischof, in diesem beeindruckenden 1000 Jahre alten Dom wird seit 1000 Jahren Ostern gefeiert. Was ist der Kern des Osterfests? Ja, also noch keine 1000, aber 800 Jahre kann man sagen. Kern des Osterfestes ist der Glaube an die Auferstehung. Und das ist auch der Kern unseres ganzen christlichen Glaubens. Das hat schon Paulus erkannt. Er hat gesagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was wir machen, sinnlos und hohl, was wir anbieten. Was bedeutet Osterhoffnung für Sie und für uns? Das Schöne ist, hier im Dom feiern wir ja Ostern. Also man kann über Ostern reden, man kann ein Interview halten, man kann über Ostern schreiben und man kann es erleben. Und das schönste Erleben für mich ist immer wieder die Osternacht. Und da gestalten wir Übergänge. Und man merkt das vom Dunkel zum Licht, vom Hören ins Singen, von Texten, die über Befreiung reden, und man spürt so richtig, dass das auf die Stimmung überschlägt und dass irgendwie eine Hoffnung wächst in diesem Übergang. Das ist für mich Ostern. Aber beschreiben Sie mal, was ist diese christliche Hoffnung? Ja. Diese Osterhoffnung. Was hoffen wir? Die Hoffnung ist, unser Leben endet nicht mit dem Tod, sondern es geht weiter. Eine ganze Ewigkeit ist es, die Gott uns gönnt. Und deshalb müssen wir hier im Leben nicht alles erreichen, nicht alles zustande bringen, was möglich ist. Und wir dürfen hoffen, dass die, die hier im Leben zu Opfern geworden sind, gerade auch die, die aus dem Leben gerissen werden, jetzt durch die unsäglichen Kriege oder den Terror, dass sie weiterleben dürfen, dass ihnen etwas geschenkt wird, was weitergeht, vor allem auch Gerechtigkeit für das, was ihnen angetan wurde. Wie war das? Also am Ostermorgen kommen die Jünger zum Grab und das Grab war leer. Also erstmal kommen die Frauen, ja. Das ist wichtig. Die Frauen kommen, sie sind vorbereitet darauf. Jesus musste ja in aller Schnelle und Stille begraben werden, weil das Pascha-Fest anfing und der Sabbat war. Da darf man nichts tun. Sie kommen nach dem Sabbat früh morgens, um Jesus nochmal zu salben, um Beerdigungsrieden an ihm zu vollziehen. Und der große Stein vor dem Grab ist weggerollt, das Grab ist leer. Das war ein Schock, denn sie wussten das zunächst ja nicht zu deuten. Was heißt das? Ja? Hat man ihn weggeschafft? Wollte man ihn beseitigen, auch noch den Leichnam beseitigen? Und dann beginnen die Geschichten mit Jesus selber. Oder die Bibel sagt, mit einem Engel, der zu deuten hilft, der sagt, er ist nicht hier, er lebt und er geht euch voraus nach Galiläa, dort könnt ihr ihn sehen. Das heißt, die glauben, dass das Grab ist wahrhaft leer gewesen? Ich glaube, das Grab ist leer, aber das ist nicht der Kern der Osterbotschaft. Der Kern der Osterbotschaft heißt, Jesus lebt. Und im Grunde ist das leere Grab nur ein Hinweis darauf, dass es so ist. Denn schon sehr früh hat es ja angefangen, dass man dann zu streiten begann. Was heißt das? Ja, also eins der Evangelien sagt schon, also Pilatus ließ Wachen aufstellen, weil sie glaubten, die Jünger könnten Jesus aus dem Grab entfernen und dann nachher behaupten, er lebe. Ja, also auch das leere Grab bleibt irgendwie zweideutig. Aber für mich ist es ein Hinweis, Jesus lebt. Was ist Wahrheit? Wenn wir einen Schritt zurückgehen, das hat ja am Karfreitag, kurz vor der Kreuzigung, der Pontius Pilatus auch an Jesus gerichtet, die Frage, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit für Sie? Ja, also das war eine zynische Frage von Pilatus. Der die Macht hat, einen dem Tod zu überliefern, das hat er ja dann auch gemacht, der stellt in der Diskussion mit dem Opfer, mit dem Delinquenten, mit dem Gefolterten die Frage, was ist Wahrheit? Wahrheit für mich ist, dieser Jesus ist der Weg meines Lebens. Dieser Jesus kann für alle der Weg zum Frieden sein. Dieser Jesus ist Gottes Versprechen an die Welt, dass es gut ausgeht. Das ist für mich die Wahrheit. An dieser Stelle wechseln wir den Ort. Wir gehen ins Bischofshaus und setzen dort das Gespräch fort. Gut.
Wir sitzen jetzt im Konradinerkeller unterhalb des Bischofshauses. Meine Frage, warum verlieren immer mehr Gläubige den Glauben an die Kirche? Also die Frage so ist relativ leicht zu beantworten. Die Kirche hat einfach in der Vergangenheit große Fehler gemacht und Glaubwürdigkeit eingebüßt. Da ist als erstes zu nennen einfach der Umgang mit dem Missbrauch und der Vertuschung. Das hat viele Menschen einfach das Zutrauen genommen, dass die Kirche für sie Heimat sein kann. Das ist das eine. Das andere sind, das sagen viele, viele Menschen, also sie erwarten Reformen von der Kirche und sehen sie nicht und deshalb wenden sie sich ab. Ich glaube aber, das entscheidende Argument, und das hat uns jetzt auch diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung deutlich gemacht, ist, Säkularität nimmt zu. Also das, was ich eben sagte, gibt es einen Horizont über das irdische Leben hinaus. Das ist für viele Menschen heute einfach gar keine Frage mehr. Sie sind zufrieden mit dem eigenen Leben. Sie haben ihre Transzendenzen innerhalb des Lebens. Man freut sich auf den Urlaub, auf die nächste Party, auf die Feier, auf Freizeit, auf die Rente und ist damit zufrieden. Also Gott verdunstet eigentlich in unserer westlichen Gesellschaft. Und wenn das so ist, dann wenden sich Menschen natürlich auch von der Kirche und ihren Angeboten ab. Es sind aber oft auch die Bischöfe, die Verwirrung stiften. Beispiel weiße Flagge. Der Papst selbst hat sich klar erkennbar im Ukraine-Konflikt auf die Seiten des Aggressors Russland gestellt. Sie mussten ihn zurückpfeifen. Also er hat sich nie auf die Seite des Aggressors gestellt, sondern hat das in vielen seiner ausgearbeiteten Reden auch deutlich gemacht. Wer ist der Aggressor? Das ist Russland. Wer ist das überfallene Land? Das ist die Ukraine. Aber es gab dieses Interview, das viele irritiert hat, mich auch, ja. Und ich habe es deshalb auch noch mal sehr intensiv nachgelesen. Man legte dem Papst sozusagen das Stichwort weiße Flagge in den Mund und er hat es aufgenommen und das war falsch. Ja. Was er sagen wollte, war, wann kommt die Zeit für Verhandlungen, damit man über den Krieg einmal hinausdenkt. Denn der Krieg, ich frage mich ja auch, wie lange soll das noch weitergehen? Wie lange sollen jeden Tag tausende Menschen sterben, jetzt wieder die Angriffe auf Kiew selber. Es ist unsäglich. Ich hätte mir gewünscht, der Papst spricht Russland an und sagt, jetzt ist die Zeit für Verhandlungen, die Waffen schweigen zu lassen, nicht dem überfallenen Land. Das hat viele Ukrainer, ich weiß auch viele katholische Ukrainer, sehr verstört und sehr irritiert. Was würden Sie sagen, wann ist die Zeit, um über Verhandlungen nachzudenken? Sie ist jetzt und jeder Tag Krieg ist ein Tag zu viel. Ja? Aber die Ukraine ist bereit zu verhandeln, aber sie wird ihre Freiheit nicht aufgeben wollen und ihre Souveränität. Das ist das Land, das ist die Seite des Krieges, die sich selbst verteidigt. Und das haben wir Bischöfe auch immer wieder gesagt, dieses Selbstverteidigungsrecht ist ein legitimes Recht. Der Aggressor muss aufhören, der Aggressor muss sagen, jetzt verhandeln wir, jetzt schweigen die Waffen. Müssten nicht erst die besetzten Gebiete erst geräumt werden? Die Ukraine hat jedes Recht, die Bedingungen für ein solches Gespräch zu setzen. Und sie hat auch jedes Recht, den Zeitpunkt zu wählen, wann sie in solche Verhandlungen auch einstimmt. Ja. Wechseln wir zur Innenpolitik. Sie grenzen die katholische Kirche klar zu Nazi-Imitatoren wie Höcke und Co. ab, aber bekommen aus Rom eben Gegenwind. Der Kardinal Müller warf ihnen vor, sie machten das Spiel, sie betrieben das Spiel der Ampel oder sie seien Wahlhelfer der Ampel, Originalzitat. Wie nehmen Sie das auf?
Ja, also der Kardinal Müller ist ein emeritierter Kardinal, der keine Aufgabe mehr hat. Er nimmt ja zu vielen Entwicklungen in der ganzen Welt Stellung, vielleicht manchmal etwas sehr vorschnell. Wir haben eine Erklärung gegen den völkischen Nationalismus aufgestellt. Das ist eine Erklärung für unsere Demokratie. Und wir sehen diese Demokratie, in der Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, die Freiheit der Menschenwürde, die Freiheit, sich zu bewegen, die Freiheit, die Partei zu wählen, die man will, existieren heute. Wir sehen sie gefährdet durch Angriffe von rechtsextremen Kräften in unserem Land, die immer mehr zunehmen, die immer mehr Menschen fangen, auch durch Lügen, durch falsche Aussagen, durch Wahlprogramme, die mehr verschleiern, als sie deutlich machen. Und hier haben wir den Auftrag, wenn wir diese Demokratie schützen wollen, und da sind wir wirklich mit vielen an einer Seite, dann müssen wir auch benennen, wer sind die Gefährder dieser Demokratie? Zoff gibt es auch beim Katholikentag. Kritiker sagen irgendwie, die Veranstaltungen seien parteipolitisch grasgrün. Ich glaube, bei Herder haben die mal eine Auswertung gemacht. Die sagen, 28% der Redner seien Mitglieder der Grünen. Ist das die richtige Ausgewogenheit? Um den Katholikentag gibt es immer Diskussionen im Vorfeld und im Nachhinein. Der Veranstalter des Katholikentags ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, nicht die Bischöfe. Aber ich werde selbstverständlich vom ersten Moment bis zum letzten Augenblick dabei sein und mir selber ein Bild machen. Ich kenne das Programm noch gar nicht, das werde ich genau studieren. Ich bin zu vielen Veranstaltungen eingeladen. Ich finde, es ist immer noch ein wunderbares Christentreffen, diesmal in Erfurt, diesmal im Osten unseres Landes, in einer kleinen Diözese, wo wir deutlich machen wollen, als Kirche drehen wir uns nicht nur um uns selber, sondern wir beschäftigen uns mit den wesentlichen Fragen, die Menschen in unserem Land und in Europa und in der ganzen Welt umtreiben. Und das ist dem Katholikentag bisher immer gelungen und ich setze darauf, das wird auch diesmal gelingen. Warum hat die Kirche bei Themen wie Abtreibung oder Identitätspolitik der Union die Freundschaft gekündigt? Wir haben eine Äquidistanz zu vielen Parteien, nicht mehr zu allen. Zu den Rechtsextremen haben wir keine Äquidistanz, sondern wenden uns ganz klar gegen sie. Keines der Parteiprogramme irgendeiner Partei ist deckungsgleich mit dem, was wir kirchlicherseits tun. Der Lebensschutz ist ein klares Profil der katholischen Kirche und da treten wir ein. Wenn es um den assistierten Suizid geht, stellen wir unser Bild eines begleiteten Sterbens gegenüber. Wenn es um Abtreibung geht, sagen wir, jedes ungeborene Kind hat ein Recht auf Leben und dieses Leben gilt es zu schützen. Insofern, das sind Wahrheiten, die aus unserem Menschenbild und Gottesbild herauskommen und die werden wir immer vortragen, egal im Gespräch mit welcher Partei. Stichwort Identitätsgesetz. Wie viele Geschlechter gibt es? Also es gibt Mann und Frau, das ist klar. Und das ist ja auch die wahrgenommene Normalität. Aber ich selber, und da bin ich in einem Lernweg, nehme eben wahr, es gibt Menschen, die finden sich in dieser Binarität nicht einfach wieder und nicht einfach aufgehoben. Es gibt diejenigen, die sich irgendwie im falschen Körper finden und auf eine andere Körperlichkeit hingehen. Es gibt solche, die einfach sich nicht festlegen können, die psychische Probleme damit haben und Identitätsprobleme verursachen, leiden. Und mit dem Leiden dieser Menschen versuche ich mich auseinanderzusetzen. Ich versuche das ernst zu nehmen. Und muss einfach sagen, auch in der Schöpfung gibt es mehr als Mann und Frau. Es gibt frauliche Männer, es gibt männliche Frauen. Also es ist ja nicht alles gleich verteilt, die Schöpfung ernst zu nehmen und wahrzunehmen
Und dennoch zu sagen, die Schöpfung in ihrer Polarität männlich-weiblich ist das Zeichen, das auf Zukunft hingeht, weil nur männlich und weiblich miteinander wieder neues Leben entstehen lassen können. Warum konzentrieren sich Priester nicht auf ihre Aufgaben am Altar, beim Gottesdienst, oder warum kümmern sie sich nicht um die Nöte der Menschen? Man hat den Eindruck, es sei attraktiver, irgendwie NGO zu sein. Ja, das macht mehr Spaß, Politik machen, anstatt irgendwie Gottesdienste zu feiern, zu beten oder Sterbende zu begleiten. Ja, also wir tun das eine, ohne das andere zu lassen, weil der christliche Glaube immer auch politisch ist. Schauen Sie die Bergpredigt an, wenn jemand sagt, selig, die den Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes sein, selig die Barmherzigen, selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, dann ist das hochpolitisch in dieser Zeit. Und ich kann mir keine Kirche vorstellen, die sich einfach raushält aus der Politik, weil wir eine gerechtere, wahrhaftigere, menschenwürdigere, menschenfreundlichere Welt suchen und uns dafür einsetzen. Das tun unendlich viele Menschen, gerade in unserem Land etwa, in der Caritas oder in den Beratungsdiensten, in der Erziehung, in den Kitas, in den Schulen. Das gehört alles ganz elementar zum Evangelium dazu. Welche Hoffnung haben Sie auf eine Reform der Kirche, der kirchlichen Ordnung, der Hierarchie? Ja, Ecclesia Semper Reformanda, das ist fast ein Glaubenssatz. Die Kirche muss immer Kirche in ihrer Zeit sein. Das heißt, sie muss ein Gegenüber sein, um dieser Zeit auch irgendwie die Wahrheit Gottes verkünden zu können. Und die Wahrheit Gottes fordert immer heraus. Und gleichzeitig muss sie die Zeichen der Zeit ernst nehmen. Ich glaube, Zeichen der Zeit heute sind eine neue Friedenspolitik, sind die Klimakrise und ihre Erfordernisse, sind Globalisierung mit ihren Folgen von Unrecht auf der einen Seite und mehr Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Und insofern müssen wir uns, und die Frauenfrage, das sage ich ja immer, also gleiche Berechtigung, gleicher Wert von Mann und Frau, da hat die Kirche noch viel Spielraum, es auch zu entwickeln. Und ich bin der Meinung, es verfälscht nicht das Wesen der Kirche, wenn Frauen in ihr gleichberechtigt mit Männern Leitung, Verantwortung, Entscheidungen wahrnehmen können. Das heißt, Sie werden als Bischof von Limburg noch eine Priesterin weihen in Ihrer Amtszeit? Das wage ich nicht zu denken, aber ich würde mich freuen, wenn ich eine Diakonin weihen dürfte. Die Weltsynode ist an dieser Frage dran. Ich weiß, dem Heiligen Vater ist diese Frage sehr wichtig. Das wäre ein erster Schritt und den, finde ich, könnten wir wirklich zeitnah umsetzen, so dass Frauen sichtbar werden mit dem, was sie ja eh schon tun in der Kirche. Und ohne Frauen könnte ich mir Kirche nicht vorstellen. Und das auch amtlich zu tun mit einem sakramentalen Amt, Diakonin in der Kirche, ich fände es wunderbar. Stichwort synodaler Weg, da gibt es ja immer wieder auch großen Gegenwind, auch aus Rom. Reiten Sie mit dem synodalen Weg ein totes Pferd? Ganz und gar nicht, sondern wir gehen einem wesentlichen Auftrag nach. Ich erinnere daran, der synodale Weg ist entstanden nach der erschütternden Krise der großen Missbrauchsstudie 2019. Da waren wir Bischöfe in der Krise, denn wir und unsere Vorgänger haben diese Krise mitverantwortet durch ein falsches Leitungsverhalten. Und wir haben die Laien gebeten, mit uns einen Weg zu gehen und systemische Ursachen, die Missbrauch in der katholischen Kirche begünstigen, auszuräumen. Das ist der Auftrag des synodalen Weges und dieses Pferd muss man erfolgreich reiten und dafür tue ich alles. Ihr Namenspatron, der heilige Georg, musste zum Schwert greifen, um den Drachen zu töten. Welche drängenden Probleme wollen Sie final lösen? Ich muss ja jedes Jahr über den heiligen Georg predigen als Patron des Domes. Und zum einen ist er mir sehr
vertraut natürlich als Namenspatron, aber in dieser Zeit stelle ich mir die Fragen, löst man Knoten, indem man sie durchschlägt? Dann zerstört man ja eigentlich alles. Nein, Knoten löst man doch eher, indem man sich die Mühe macht, wirklich es auseinander zu fieseln und aufzukriegen und aufzuweichen und irgendwann aufzulösen. Ich glaube, das ist der Weg, den Jesus gewählt hätte, den Jesus wählen möchte. Und insofern finale Lösungen, das klingt schon kriegerisch und nach Waffen und nach Gewalt. Da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Sie haben hier im Dom das Bildnis Ihres Namenspatrons gezeigt, des Heiligen Georgs. Haben auch besonders hingewiesen auf seine Waffe, die dargestellt ist, wie die Fahne des auferstandenen Christus. Ja, also das ist ja ein ganz jugendlicher Mann, der da steht. Und das habe ich mir beim ersten Anschauen dieses Bildes gedacht. Ist das nicht eigentlich sozusagen einer der ersten Zeugen Christi, des Auferstandenen? Der hat die Fahne des Lebens in der Hand. Der strahlt Jugendlichkeit aus. Der sagt, das Leben hat Zukunft und wir wollen auf der Seite des Guten stehen, des Lebens stehen. Wir wollen kämpfen dafür, dass sich das verbreitet und nicht all dieser unsägliche Terror und Krieg und Tod und Waffen und das alles. Also ich glaube, der Georg ist wirklich einer, der ganz, ganz nah beim Auferstandenen steht. Sie schreiben ein Buch über den Papst und den Vatikan. Was können wir da erwarten? Das ist ein Interview, ein größeres Interview. Auf die Idee bin ich nicht selber gekommen, sondern bin gebeten worden, das zu machen. Die Idee ist, den Georg Betzing als Bischof von Limburg, den haben nicht viele gekannt. Auf einmal bin ich Vorsitzender und muss für so viele Dinge den Kopf hinhalten. Jetzt interessieren sich Leute für mich. Und da war die Idee, sollen wir nicht mal ein bisschen ausführlicher etwas erzählen und das, was mir wichtig ist, sagen, das kann man in dem Buch dann finden. Wir interessieren uns auch ein bisschen genauer für Sie als Person. Wie feiern Sie denn Ostern? Ja, Ostern ist für mich im Zentrum die Feier der Gottesdienste mit der großen Domgemeinde und wir streamen die Gottesdienste ja auch. Das heißt, der relativ kleine Georgsdom in Limburg öffnet seine Türen und nimmt noch viel, viel mehr Menschen auf, sodass wir eine große Gottesdienstgemeinde sind. Ich freue mich sehr darauf, in der Osternacht 4 Menschen taufen zu können, ein Baby, einen 5-Jährigen und 2 erwachsene Menschen, die im Osten unseres Landes groß geworden sind, ohne Berührung zum Glauben, die jetzt hier leben und sagen, ich finde das faszinierend, ich möchte Christ und Christin werden. Jetzt haben Sie aber krass an meiner Frage vorbeigeredet. Ich wollte ja wissen, was gibt es bei Ihnen zu essen? Bereiten Sie die Speisen selber zu? Ach so, ja. Ja, das mache ich selber. Und dafür ist dann nicht so viel Zeit an den Tagen selber. Aber an Ostermontag, da werden hier im Raum meine ganze Familie kommen. 26 Personen. Wir sind zusammen, 16 Erwachsene, 10 Kinder und da wird hier ganz schön was los sein. Meine Haushaltshilfe, die Frau Rahn, die macht tolle Sachen. Wir haben es schon geplant, damit die Kinder Spaß haben. Dann sage ich frohe Ostern und vielen Dank, Herr Betzing. Das war der Bildtalk zu Ostern aus Limburg. Vielen Dank. Danke.